Ich dummes Aas beschwer mich gestern noch, dass es eigentlich nur Gerüchte gibt und keine echten News. Und was passiert heute? Jede Menge News zu Fallout. Wie geil! Es gibt also neue DLCs für Fallout. Der Season Pass wird teurer, eine Beta ist gestartet. Außerdem ist Vulkan 1.0 jetzt live und es gibt ein paar nette VR-News. Was für ein wunderbarer Tag. Mein Name ist Sebastian Stange und das sind gute News. Dass es DLCs für Fallout 4 geben wird, das war bekannt. Sie sollten auch eigentlich längst erschienen sein, doch jetzt hat sich Bethesda dazu entschlossen, uns endlich ein bisschen mehr zu verraten. Und es wurden bereits die ersten drei DLCs benannt, bepreist und mehr oder weniger zeitlich eingeordnet. Los geht's im März. Für 10 Euro erscheint da der Automatron DLC. Da geht's um eine Roboterinvasion und wir haben die Möglichkeit, diese Robotergegner abzuknallen und ihr Teile zu bergen und daraus unseren eigenen handgefertigten Roboterbegleiter zu bauen, aus verschiedenen Körperteilen, Rüstungen, mit diversen Fähigkeiten und einer neuen Blitzwaffe. Im April erscheint dann für einen Fünfer der Wasteland Workshop, der vor allen Dingen die Siedlungsanpassungen um neue Optionen und Gegenstände erweitert. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Fallen im Wasteland zu stellen und damit Tiere zu fangen und die dann zu zähmen und im Kampf antreten zu lassen. Der spannendste DLC erscheint im Mai, heißt Far Harbor, wird stolze 25 Euro kosten und uns eine komplett neue in sich geschlossene Spielwelt geben, mit einem besonders hohen Strahlungswert, mit jede Menge Konflikten zwischen den Fraktionen, mit neuen Siedlungen, neuen Kreaturen, neuen Quests und das Ganze auf einer Landmasse, die so groß ist wie noch nie bei einem Bethesda DLC zuvor. Und dazu hat sich Bethesda auch noch überlegt, dass sie noch sehr viel mehr DLCs herstellen wollen als ursprünglich geplant. Deswegen wird der Season Pass teurer ab 1. März und zwar von 30 Euro wird er dann auf 50 Euro erhöht, der Preis. Bis dahin hat man noch die Gelegenheit, den zum Originalpreis schnell noch zu kaufen. Was für eine wunderbare Business-Angelegenheit, dem Kunden da die Pistole auf die Brust zu drücken und zu sagen, kauf schnell oder kauf teurer. Ich kann mir vorstellen, wie es da jetzt in den Büros von Bethesda abgeht. Gentlemen! In exactly 5 days, we will be $100 billion richer. Noch viel mehr Details zu Fallout 4 und der Beta und den DLCs dann natürlich am Freitag in Michaels Sendung Fallout Friday. Wir machen weiter mit normalen News und da gibt es eine zu Vulkan. Vulkan 1.0 ist gestartet, das ist eine Grafikschnittstelle und der Nachfolger von OpenGL. Der wurde gestern veröffentlicht und live geschaltet mit den finalen Spezifikationen. Das bedeutet noch nicht so wirklich viel für uns Spieler, denn so eine Schnittstelle muss entwickeln und sich reifen. Konkret ist das halt eine Softwareverbindung zwischen der Grafikkarten-Hardware und den einzelnen Anwendungen und DirectX 11 kann das nicht so sonderlich gut, ist ein bisschen veraltet, deswegen gibt es von AMD Mantle, es gibt für Windows 10 exklusiv DirectX 12, es gibt auf den Apple Smartphones diese sogenannte Metal. Vulkan ist mit jeder Hardware kompatibel, es funktioniert mit allerlei Betriebssystemen, ob das Linux ist oder Windows XP, das macht es für Entwickler sehr spannend. Bis jetzt funktioniert es aber nur im Rätselshooter The Talos Principle von Crow Team und es funktioniert mit Ansage richtig schlecht. Die Framerates sind deutlich schlechter als mit DirectX 11 und die Entwickler begründen das damit, dass man so eine API einfach lernen muss. Die Software muss daran angepasst werden, die Optimierungen, die dauern einfach einige Zeit und so kann es Jahre dauern, bis Vulkan in der Version 1.0 wirklich Vorteile bringt. Es ist also ein Fall von etwas, das sehr gut gemeint ist, aber zunächst nicht so gut funktioniert. Release the Meteor! Release the Meteor! Oh! 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 No way! Zum Schluss noch zwei kleine News zum Thema Virtual Reality. Zum einen wurde das VR-Startup Insightful VR gegründet und mit einer Countdown-Uhr veröffentlicht. Die läuft auf den Termin der E3 2016 runter. Und VR-Startups gibt es wie Sand am Meer aktuell im Silicon Valley. Spannend ist hier aber, dass die AMD-Entwicklerin Laila Ma dran arbeitet und auch dieses Startup gegründet hat. Die ist bei AMD immer noch angestellt und war für die Entwicklung von Liquid VR zuständig. Das sind Programmiertools speziell für VR mit Radeon-Grafikkarten. Deswegen ist es sehr interessant, ob sich dahinter nicht auch irgendeine AMD-Kooperation und vielleicht irgendwas verbirgt, was mit den neuen Polaris-Grafikkarten zu tun hat. Am 15. Juni werden wir mehr wissen.
Und dann gibt es noch News zu PlayStation VR. Der CEO der US-Einzelhandelskette GameStop hat sich nämlich in einem Interview mit dem TV-Sender Fox Business zu folgender Aussage hinreißen lassen. Aktuell bereiten wir die Veröffentlichungen der großen VR-Produkte vor. Deshalb befinden wir uns in Gesprächen mit Oculus, HTC Vive und Sony. Es ist ein großer Launch und wir bereiten uns darauf vor. Wir werden das Sony-Produkt noch diesen Herbst auf den Markt bringen. Moment, hat nicht Sony immer noch als offiziellen Termin die erste Jahreshälfte 2016 für PlayStation VR? Wenn das also stimmt, dann heißt es, wir müssen auf Sonys VR-Headset noch ein bisschen warten. Go get help. I'm gonna stay here and keep an eye on Dr. Evil. Okay, I'll hurry back. Und ja, wenn ich den Zettel richtig lese, war es das jetzt mit den News. Tschüss. Ja, steht wirklich nichts mehr drauf.